that you won't see the love there that's sleeping. While my guitar gently weeps, I look at the floor and I see it needs weeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. But insult you. I look at the world and I notice it's turning. While my guitar gently weeps. With every mistake, we must surely. Gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold. Ja, While My Guitar Gently Weeps, komponiert von George Harrison, interpretiert, gespielt von Musikstudierenden der Europa-Universität Flensburg unter der Leitung von unserem Bandkoordinator und Gitarrendozenten Jan Tenrich, der dort auch sitzt und heute noch eine Rolle hat. Aufgezeichnet wurde das Stück gestern Vormittag in unserem neuen Institutsgebäude Tallinn, das hier später noch eine Rolle spielen wird. Und damit herzlich willkommen zur Jubiläumsfeier der Europa-Universität Flensburg. 75 Jahre ist der Anlass. Herzlich willkommen an Sie hier im Audimax. Es ist ein ungewohntes Bild, so spärlich besetzt aufgrund der Corona-Regeln. Aber auch herzlich willkommen an alle, die vor den Bildschirmen sitzen bei dieser EUF-Premiere eines Livestreams.
Ich hoffe, Sie haben heute alle viel Spaß bei dem Programm, das, wie wir finden, sehr unterhaltsam und spannend geworden ist und komplett gestaltet wurde von Lehrenden und Studierenden unserer Universität. Mein Name ist Katrin Fischer. Ich habe die Freude, Sie heute Vormittag durchs Programm führen zu dürfen. Und zuallererst übergebe ich das Wort an den Hausherrn, an den Präsidenten der Universität, Professor Dr. Werner Reinhardt. Ja, ich begrüße alle Anwesenden, alle Zugeschalteten. Sie glauben gar nicht, wie sehr ich mich freue, dass es endlich wieder losgeht. Ich habe mir auch überlegt, dadurch, dass wir ja einen langen Planungsvorlauf haben und nur ja, so 50 Leute einladen durften, könnte ich es ausnahmsweise und einmal im Leben schaffen, alle namentlich zu begrüßen. Aber dann habe ich mir ausgerechnet, dann habe ich meine 10 Minuten völlig ausgeschöpft. Bitte, liebe Mitglieder unserer Universität, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde Sie summarisch begrüßen, aber die Externen sollten doch namentliche Erwähnung finden. Ich freue mich ja, dass aus dem Bundestag unsere Direktabgeordnete vom Wahlkreis 1, Frau Nikolaisen, bei uns ist. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass aus dem Landtag Christopher Vogt, Vorsitzender der FDP-Fraktion, den längeren Weg doch zu uns gefunden hat. Von der SPD ist Heiner Dunkel anwesend, der hochschulpolitische Sprecher, und Frau Röttger ebenfalls aus Lübeck beehrt uns heute auch. Ihre Spezialisierung ist Kultur, Verbraucherschutz, Hochschulen. Sie finden bei uns offene Türen. Das ist sicherlich auch etwas, wo wir in Kultur und Verbraucherschutz sehr viel Kräfte investieren. Vom Ministerium, die Spitze unseres Ministeriums, unseres Wissenschaftsministeriums. Frau Brien, ich weiß es besonders zu schätzen, dass Sie trotz Kieler Woche den Weg nach Flensburg gefunden haben. Und vom Finanzministerium, die Staatssekretärin Frau Torp, herzlich willkommen. Zwei Ministerien aus einem Grund, weil wir eigentlich zwei Feste heute feiern, dazu gleich später mehr. Die Stadt schickt die höchste Spitze, unsere Oberbürgermeisterin Simone, herzlich willkommen bei uns. Es freut mich, dass viele der befreundeten Hochschulen auch den Weg zu uns gefunden haben. Zu meiner Überraschung die Lübecker besonders zahlreich. Die Universität zu Lübeck ist mit ihrer Präsidentin vertreten, Frau Gillesen. Schön, dass Sie bei uns sind. Rico Gubler von der Musikhochschule ist bei uns. Toll, dass du da sein kannst. Und Frau Helbig lässt sich zwar entschuldigen, hat aber ihren Vize geschickt, Herrn Bodderweg von der Technischen Hochschule Lübeck. Ebenfalls herzlich willkommen. Unsere Schwesterhochschule von dem Campus, Herr Janssen, ist natürlich auch da. Toll, dass du da sein kannst, Christoph. Und ebenfalls eine befreundete Hochschule ist die Fachhochschule Westküste. Sie hat ihre Kanzlerin geschickt, damit unsere nicht ganz alleine ist nachher. Frau Faber, seien Sie herzlich willkommen. Die Muthesius muss heute die Last aller Kieler Hochschulen tragen. Toll, dass du kommen konntest. Die anderen sind natürlich entschuldigt. Es ist Kieler Woche, es sind furchtbar viele Termine dort zu bewältigen. Aber die Muthesius ist ein ehrwürdiger Vertreter der Kieler Hochschulen. Natürlich freue ich mich, dass auch die Einrichtungen, mit denen wir besonders viel und besonders gerne zu tun haben, heute da sind. Die GMSH wird von Frau Pfründer vertreten. Herzlich willkommen. Das Studentenwerk durch Frau Schrader und das IQSH, das ist ja auch eine Institution, mit der wir viel kooperieren. Frau Ramm hat auch den Weg zu uns gefunden. Toll, dass Sie da sind. Wir mussten pass pro toto exemplarisch vorgehen, weil wir halt nur wenige Menschen einladen durften. Die Region wird vertreten von der Industrie- und Handelskammer, der Geschäftsführer ist bei uns, Herr Ibsen, und die Stadtwerke, die uns in der Vergangenheit immer wieder unterstützt haben, sind durch ihren neuen Geschäftsführer Dirk Wernicke heute auch unter uns. Herzlich willkommen. Presse ist da, alles, was in der Region Rang und Namen hat. Herr Gläsner, herzlich willkommen vom Flensburger Tageblatt. Frau von Stuttnitz vom Norddeutschen Rundfunk, dpa mit Frau von Güldenfeld, und auch Flensburg Avis ist mit Herrn Möllecker hier bei uns heute beim Feiern mit dabei. So eine Zwischenrolle zwischen Hochschulmitgliedern und extern ist ja der Hochschulrat. Ich freue mich, dass unser stellvertretender Hochschulratsvorsitzender Herr Detlefsen schon im Raum sein kann. Und unser neuer Vorsitzender, der wollte sich eigentlich auch vorstellen heute, Herr Scherf, hat eigens den Weg aus Hamburg angetreten, hängt aber in der Bahn noch fest.
Wenn er zeitig kommt, werden Sie ihn noch in Augenschein nehmen können. Und wenn nicht, dann spätestens für diejenigen, die im Raum sind, später beim Umtrunk. Die Universität ist vertreten mit den Sprecherinnen und Sprechern der Institute und den Direktorinnen und Direktoren unserer Forschungszentren. Ein Dutzend Kolleginnen und Kollegen sind unter uns. Die Verwaltung wird vertreten, beispielhaft durch die Personalabteilung, Finanzabteilung, die Bibliothek und das Prüfungsamt. Herr Hagner, Sie vertreten die 23 Senatsmitglieder als Vorsitzender. Stellvertretend herzlich willkommen. Und die größte Last hat unser AStA zu tragen, Herr Heimowski. Die anderen müssen ja nur stellvertretend für 600, die bei uns arbeiten, stehen. Er steht für die über 6000 Studierenden, die heute mit uns hoffentlich feiern und sich auch ordentlich zugeschaltet haben. Ja, allzu viele Freuden und Feiertage hatten wir nicht in den vergangenen 18 Monaten. Umso schöner, dass wir heute in der Lage sind, unsere Gründung 1946 zu feiern. In einer Hybridveranstaltung, aber da schauen wir mal, Mut hat uns schon immer ausgezeichnet. Mut auch jetzt, denn wir haben eine Umfrage gemacht zum 1. September über unsere Impfquote und ich war sehr stolz, dass unser technisch-administratives Personal eine Impfquote von 95% hat. Die Lehrenden haben damals an der 90%-Grenze gekratzt. Nur die Studierenden können noch ein bisschen zulegen. Die waren bei 82,2, aber auch das war damals 12% über dem Landesschnitt. Und unser Land steht schon ziemlich gut da im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Wir tun alles, was wir können, um loslegen zu können. Und wir werden ein Präsenzsemester haben. Es gibt uns also jetzt seit 75 Jahren mit unterschiedlichen Namen. Und dann habe ich recherchiert, viele Größen der Geistesgeschichte waren mit 75 auf dem Zenit ihres Schaffens. Mit 75 etwa hat Cervantes sein Don Quixote fertiggestellt. Ich finde, der Ritter von der traurigen Gestalt passt zu uns. Mit 75 hat Ernst Bloch den letzten Band seines Monumentalwerkes »Das Prinzip Hoffnung« geschrieben, das passt auch zu uns, das Prinzip Hoffnung. Und weil vier Lübecker da sind mit der Landtagsabgeordneten, vielleicht auch das, mit 75 hat Günter Grass seine bedeutende Novelle Im Krebsgang veröffentlicht und mit 75 hat Thomas Mann die Arbeit aufgenommen an seinem letzten großen Roman, an seinem Felix Krull. Wir könnten also durchaus sagen, wir sind leistungsfähig, mit 75 ist man noch nicht so alt. Aber wir waren ein Experiment 1946 und heute können wir sagen, ein erfolgreiches Experiment. Wir hatten Bestand, wir haben Widrigkeiten überlebt und sind aus Krisen immer gestärkt hervorgegangen. Dieser Erfolg war sicherlich das Ergebnis von Profilierung und Reputation. Und gerade in jüngerer Zeit haben wir nicht nur eine Erfolgs-, sondern auch eine Wachstumsgeschichte geschrieben und das ganz wörtlich, denn es ist eine zweite Feier integriert. Die große Feier ist die 75-Jahr-Feier. Die zweite Feier ist die Einweihung unseres Neubaus. Und auch da nochmal Dank an die GMSH für das perfekte Timing. Hätte besser nicht sein können. 75-Jahr-Feiern sind sicherlich nicht vergleichbar zwingend wie 100-Jahr-Feiern. Und dennoch haben wir die Entscheidung getroffen, diesen herausgehobenen Tag auszusuchen, um dieser Gründung zu gedenken. Für die meisten, die an der EOF forschen, lehren und arbeiten, ist es das einzige Jubiläum in Amt und Würden, besonders im professoralen Bereich, nur die ganz Jungen. Unsere neuen Juniorprofessuren mit Tenure Track und zwei, drei andere werden 2046 bei der 100-Jahr-Feier noch aktive Mitglieder der Universität sein. Wir wollen heute aber auch eine Brücke bauen und es den Kommenden leichter machen, wenn die dereinst die Entwicklung referieren. Wir wollen die Schultern sein für die Künftigen, wenn diese ihre Geschichte dereinst erzählen. Denn Identität braucht Narrative, Identität braucht eine Erzählung, die Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart in Einklang bringt. Wir werden geeint durch die Geschichten, die wir teilen. In vielen Aspekten scheint mir die Geschichte von Einzelmenschen und die Geschichte von Institutionen vergleichbar zu sein. Ab einem gewissen Alter wird die drängende Frage der Jüngeren nach dem »Wohin gehen wir?« ergänzt und überschattet durch die Neugier auf und den Wunsch nach,
Klärung der Frage, woher kommen wir? Ja, woher kommen wir? In die Wiege gelegt wurde uns der Auftrag der Erziehung zur Rechtsstaatlichkeit und zur Demokratie. Er ist heute wieder höchst aktuell. Das optimistische Menschenbild der britischen Besatzungsmacht glaubte an die Erziehbarkeit des Menschengeschlechts im Allgemeinen und der Deutschen im Besonderen. Wer andere neue Deutsche will, so die Briten, muss einen Neuanfang markieren und mit den Volksschulen und ihren Lehrkräften beginnen. Wir sind eine demokratische Neugründung der Engländer unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkrieges. So lautet bislang unser Selbstverständnis und unsere Erzählung. Ob wir ab morgen eine andere brauchen, das werden uns gleich in wenigen Minuten Uwe Danker und sein Team sagen. Denn die naheliegende Frage, wo die neuen Demokraten eigentlich alle hergekommen sein sollen, hat unsere Universität vor lauter Alltagsgeschäftigkeit bislang überhaupt noch nicht gestellt. Der Vortrag unserer Forschungsstelle dient aber auch als Grundlage und als Fundament für eine Online-Diskussion heute Abend um 18 Uhr zur demokratischen Bildung im schulischen Kontext. Und auch zu ihr sind alle herzlich eingeladen, sich da zuzuschalten. Und es freut mich natürlich besonders, dass auch unsere Ministerin vertreten sein wird in dieser Diskussionsrunde, um die Bedeutung der Demokratiebildung zu schildern für das Land Schleswig-Holstein. Und die Diskussionsrunde selbst wiederum ist ein Auftakt zu einer Ringvorlesung zur Bedeutung der Demokratiebildung in verschiedenen Fächern an der Universität, in der Schule, die wir ab Oktober veranstalten. Und ich finde die sehr spannend, da sind nämlich nicht nur die üblichen Verdächtigen dabei, die man erwarten würde, wie WIPO und Geschichte, sondern eben auch Mathe, Sport, Kunst und Französisch. Bevor ich zum Ende komme, will ich nicht versäumen, den vielen zu danken, deren Einsatz und Engagement das heutige Ereignis erst möglich gemacht haben. Wir müssen ja auf eine gewisse Art und Weise alle erst wieder ausgebildet werden. Ich danke Uwe Danker und seinem Team von der Forschungsstelle für regionale Zeitgeschichte und Public History. Sie haben die ersten 20 Jahre erforscht. Und ich finde es auch ganz toll, dass auch die Jungen von der Forschungsstelle heute vortragen werden und dann gleich so eine Art Feuertaufe in der Öffentlichkeit endlich mal wieder bestehen dürfen. Ich danke Jan Tenrich und Thomas Großmann, die die Musik beigetragen haben. Jan Tenrich gemeinsam mit den Studierenden als Bandbeauftragter der Abteilung Musik, Herr Großmann als Leiter der Big Band. Sie haben viel Zeit geopfert, um heute Beiträge zu leisten zu können. Ich danke unserer Kunstprofessorin Friederike Rückert und Sven Sonne. Die haben 3 Tage lang Tanzszenen in Filmen angeschaut, um einen würdigen Abschlussbeitrag zu der 75-Jahr-Feier beisteuern zu können. Unsere Medientechnik, besonders Colin Blinz, die sich um das digitale Format dieser Veranstaltung gekümmert haben, geholfen hat ihnen dabei die Kieler Produktionsfirma AVT. Zu danken ist den Sekretariaten in den Abteilungen und Instituten. Sie haben dafür gesorgt, dass hoffentlich alle ein Piccolo auf ihrem Schreibtisch vorgefunden haben. Später wollen wir gemeinsam aufeinander anstoßen. Und last not least natürlich Katrin Fischer und Katrin Gutzmann von der Hochschulkommunikation, die gesamte Veranstaltung geplant und organisiert haben. An der Endphase hat auch Anna Ragotzky sehr dazu beigetragen, dass wir uns heute treffen können. Ja, besonderes Gewicht haben immer letzte Worte und erste Worte. Meine letzten Worte habe ich gesprochen in diesem Grußwort. Die ersten Worte der Ministerin an uns zu unserer 75-Jahr-Feier werden wir gleich hören. Aber ich glaube, Katrin, willst du noch mal eine Zwischenmoderation machen? Wir können gleich übergeben. Frau Brien, Ihre Bühne. Ja, welch eine große Freude, lieber Herr Professor Reinhardt, dass wir heute hier persönlich den Geburtstag der EUF miteinander feiern können. Liebe Frau Oberbürgermeisterin Lange, liebe Abgeordnete des Deutschen Bundestages, liebe Petra Nikolaisen, liebe Abgeordnete des Schleswig-Holsteinischen Landtages, ich kann schlecht ins Licht gucken, Herr Dunkel ist hier, Annette Röttger, Christopher Vogt habe ich gesehen. Lieber Herr Professor Danker, liebe Silke Torp, vor allem auch liebe Vertreterinnen und Vertreter der anderen Hochschulen in unserem Land, Frau
Präsidentin Gillissen, meine Herren, liebe Mitglieder der Hochschule hier vor Ort, der EUF, vor allem liebe Studierende, liebe Geburtstagsgäste. Ja, die ersten Worte sollten natürlich dem Glückwunsch gelten. Ich will aber trotzdem vorher was anderes sagen, weil mir das so wichtig ist. Ich will mich bei Ihnen, lieber Herr Professor Reinhardt, und bei allen anderen bedanken dafür, dass Sie die letzten anderthalb Jahre diese Hochschule durch dieses schwierige Fahrwasser so gefahren haben und Ihren Studierenden mit allem, was ging, ein Studium ermöglicht haben und dass Sie jetzt ermöglichen, dass das Studium wieder in Präsenz stattfinden wird. Das ist wirklich großartig. Dafür ganz herzlichen Dank. Jetzt aber zum eigentlichen Anlass oder einem der beiden eigentlichen Anlässe. Herzlichen Glückwunsch zum 75-jährigen Bestehen der Europa-Universität Flensburg. Das überbringe ich auch im Namen der gesamten Landesregierung. Eigentlich muss man das, glaube ich, jetzt auch nochmal mit Happy Birthday und Bon Anniversaire und ich Till Löcke auch noch machen, weil Sie sind eine international ausgerichtete Universität und deshalb muss man auch, glaube ich, mal einmal international gratulieren. Ja, die EUF ist die nördlichste deutsche Universität. Sie ist trotz ihrer 75 Jahre auch die jüngste Universität des Landes Schleswig-Holstein. Und ich finde, ehrlich gesagt, Ritter der traurigen Gestalt kann ich jetzt nicht so assoziieren. Ich würde eher sagen, es ist die jugendliche und nordische Frische, die Sie mit 75 Jahren auszeichnet. Und das strahlen Sie auch immer wieder im ganzen Land aufs Neue aus. Und Sie sind auch oft genug vorn an der Spitze gewesen, also an der Spitze der Bewegung, will ich mal einmal sagen. Zum Beispiel waren Sie eine der ersten Hochschulen, die ein Praxissemester angeboten hat, inzwischen absoluter Standard in Deutschland. Sie waren eine der ersten Universitäten, die das Thema Heterogenität und Inklusion in der Lehrkräftebildung aufgegriffen haben. Auch das heute absoluter Standard. Sie haben sich früh der Bedeutung von Sprache, Geschichte und Kultur der nationalen dänischen Minderheit und der friesischen Volksgruppe sowie der niederdeutschen Sprache angenommen und damit sehr dazu beigetragen, die Offenheit für Minderheiten, auch für die erfolgreiche Minderheitenpolitik in unserem Land, die inzwischen Konsens ist, voranzubringen. Ich will aber drei Themen heute besonders würdigen. Ich fange mal mit Europa und Internationalisierung an. Die EUF hat ihren Europaschwerpunkt in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut und sowohl in der Lehre als in der Forschung verankert. Seit 2015 ist sie Trägerin des Siegers Internationalisierung der Hochschulen, der Deutschen Hochschulrektorenkonferenz und setzt konsequent die Internationalisierungsstrategie um. Neben den erfreulichen Initiativen in der Internationalisierung der Lehrkräftebildung möchte ich hier die deutsch-dänischen Studiengänge besonders hervorheben. Die EUF kennzeichnen außerdem die unermüdlichen Bestrebungen, sich im Rahmen der von der EU geförderten European Universities Initiative zu beteiligen und gemeinsam mit anderen Universitäten Europas eine Allianz einzugehen. Schon sehr früh hat die EUF den Internationalisierungsgedanken in die Lehramtsausbildung getragen, zum Beispiel durch Auslandspraktika, Angebote für geflüchtete Studierende und die geplanten bilingualen Studienangebote. Damit komme ich zum zweiten für das Land außerordentlich wichtigen Thema, nämlich der Lehrkräftebildung. Die Europa-Universität Flensburg ist eine der wichtigen Säulen der Lehrkräftebildung in unserem Land. Sie ist die einzige Hochschule in Schleswig-Holstein, an der Studiengänge für sämtliche Lehrämter angeboten werden. Und dass die EUF da auch stets am Puls der Zeit ist und auch ein wichtiger Partner des Landes, zeigt sich an auch neueren Studiengängen wie dem Teilstudiengang Darstellendes Spiel. Dieses Fach kann nur in wenigen Hochschulen in Deutschland überhaupt studiert werden. Aber auch an Dingen, die wir in den letzten Jahren auf den Weg gebracht haben, wie das duale Studium für das Lehramt an berufsbildenden Schulen. Seit diesem Semester gibt es den dualen Masterstudiengang Sonderpädagogik. Auch das für die Umsetzung der Inklusion in unserem Land von großer Bedeutung. Mithilfe der beiden dualen Studiengängen sollen mehr Lehrkräfte für Schleswig-Holstein für diese Lehrämter gewonnen werden. Und ich danke Ihnen, lieber Herr Professor Reinhardt, dass Sie diesen Weg auch mit uns gehen.
Außerdem hat die EOF aufgrund des besonders hohen Lehrkräftebedarfs in der Sonderpädagogik zusätzlich die regulären Studiengänge ausgebaut und das Institut personell verstärkt. Auch dafür mein herzlicher Dank. Ein weiterer wichtiger Baustein, und Sie haben es angesprochen, ist die Lehrerbildung der EOF im Bereich der Demokratiebildung. Auch das sehr, sehr notwendig. Ich begrüße es sehr, dass sich die Hochschule entschieden hat, eine Professur für Partizipations- und Demokratieforschung einzurichten. Das ist ein starkes Zeichen und ich freue mich, dass wir heute Abend, Sie haben es erwähnt, das Thema Demokratiebildung durch Schule in einer Podiumsdiskussion und dann auch in der Ringvorlesung werden Sie das ja noch weiter vertiefen. Lassen Sie mich einen dritten Punkt nennen, nachhaltige Entwicklung, Umweltwissenschaften, Transformation. Nachhaltige Entwicklung spielt schon jetzt eine wichtige Rolle als Querschnittsthema mehrerer Institute und Zentren der EOF. Ich freue mich, dass angesichts der großen gesellschaftlichen Relevanz dieses Themenbereichs und der schon vorhandenen Stärke dieser Schwerpunkt noch weiter ausgebaut werden soll. Es ist wichtig, junge Menschen so auszubilden, dass sie sich der Möglichkeiten und Grenzen der Gestaltung sozialer Transformation unter dem Leitbild der Zukunftsfähigkeit bewusst werden. Dafür braucht es natürlich auch die entsprechende bauliche Infrastruktur für die Hochschulen, um für Studierende und Forschende attraktiv zu sein. Und das ist schon ein glücklicher Umstand, vielleicht ist es ja auch nicht nur Glück, dass wir den heutigen Festakt eben auch nutzen können, um das neue Institutsgebäude Tallinn offiziell einzuweihen und den Schlüssel an die Universität zu übergeben. Liebe Silke Torp, Staatssekretärin aus dem Finanzministerium, ich freue mich darauf, dass es gelungen ist, die Finanzmittel aus dem Impulsprogramm hierfür zur Verfügung zu stellen. Ja, meine Damen und Herren, ich bin stolz auf unsere Europa-Universität. Ich glaube, wir Schleswig-Holsteiner sind stolz auf die Europa-Universität. Ich wünsche dem Geburtstagskind alles erdenklich Gute. Danke allen Menschen, die dazu beitragen, dass die EOF weiter in Bewegung, jugendlich, frisch bleibt und uns immer wieder mit neuen Ideen begeistert. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Prien, für die freundlichen Geburtstagsgrüße. Und die Podiumsdiskussion ist jetzt schon mehrfach erwähnt worden. Sie findet um 18 Uhr statt. Der Hinweis noch auf unserer Jubiläumswebseite, finden Sie den Link dazu. Wer also Lust hat, reinzuhören, wie Frau Prien mit unserer Hochschulrätin und Erziehungswissenschaftlerin Christine Wiezurek, Dirk Rother, Schulleiter einer ausgezeichneten Schule, mit Herrn Reinhardt und mit einem Schülervertreter diskutiert, der ist um 18 Uhr dann also herzlich willkommen. Und bevor ich überleite, möchte ich ganz kurz Christian Scherf begrüßen, unser Hochschulratsvorsitzender, hat es jetzt aus der Bahn hierher geschafft, schön, dass Sie da sind. Ja. Und nach dem Land ist nun die Stadt dran, die Stadt, in der die Europa-Universität Flensburg wohnt. Und deshalb begrüße ich ganz herzlich die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange. Ja, sehr geehrter Herr Professor Reinhardt, lieber Werner, ich schließe mich den Begrüßungsworten an und halte es mit dem flensburgischen Moin, liebe alle. Ich darf im Namen der Stadt Flensburg die herzlichsten Glückwünsche überbringen zum 75. Geburtstag. Und nun könnte man ja meinen, das ist alt. Aber wenn man sich einmal umschaut auf der Welt, stellt man fest, dass Universitäten deutlich älter sind als 75. Und dass man es trotz des jungen Alters einer Universität aber sehr wohl aufnehmen kann in ihrer Kompetenz mit den doch deutlich älteren. Natürlich sind wir als Flensburg, als Stadt, unglaublich stolz, dass wir die EOF, heute ja EOF, bei uns auf dem schönsten Campus der Welt, an der schönsten Förde der Welt haben. Und umso mehr freue ich mich tatsächlich, dass wir diese Veranstaltung heute hier, zumindest in Teilen, in Präsenz miteinander begehen können. Eine Stadt, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges als letzter Regierungssitz der Nazi-Herrschaft eine ganz eigene Geschichte immer noch mit sich trägt,
hat natürlich dann umso mehr den Blick auf die heutige EOF und auf das, was die Universität nicht nur für diese Stadt, aber auch im Besonderen für diese Stadt erreicht hat. Und ich bin sehr gespannt auf die Festrede von Ihnen, Herr Professor Danker, und danke auch im Namen der Stadt Flensburg für die Studien, die Sie bis heute im Rahmen, in der Aufarbeitung dieser Geschichte beigebracht haben. Sie sind wichtig und sie werden enorm wichtig bleiben und wir sollen uns immer unserer gemeinsamen Geschichte gewahr bleiben. Zurück zum Geburtstag. Dieser Geburtstag steht hier und heute im Jahr 2021. Wir erfreuen uns einer wachsenden EOF. Unglaublich viele Studierende finden nicht nur die EOF und den Campus schön, sondern auch die Stadt. Wir freuen uns und ich freue mich jedes Jahr wieder, wenn ich die Begrüßungspakete unterschreiben darf, weil wir auch Stadt das Unsere beitragen wollen, dass es bei diesem Wachstum bleibt und dass sozusagen die EOF endlich älter wird. 75 Jahre einer Universität, das ist ein bisschen so, als wenn jemand, ich glaube, 18 wird. Denn im Kontext der Universitäten seid ihr wirklich extrem jung. Und deswegen habe ich mir heute überlegt, weil ich auch nur 3 Minuten Zeit bekam, wie kann man etwas jung und etwas flippig euch gratulieren, und habe mir überlegt, wer so jung ist, dem darf man auch noch mal was buchstabieren. Und möchte euch unseren Glückwunsch seitens der Stadt Flensburg einmal alphabetisch vorbringen. Wie sehen wir euch eigentlich? Und ich beginne bei A. Liebe EOF, für uns seid ihr unfassbar attraktiv, bahnbrechend charismatisch, demokratisch und empathisch. Ihr seid flink, geländegängig, hochintelligent und innovativ, aber auch jugendlich, kumpelhaft, leidenschaftlich und mutig. Ihr seid naturverbunden, offen und prinzipientreu. Ihr seid quirlig, raffiniert, sozial und unglaublich tough. Ihr seid aber auch ulkig und verrückt, einfach wundervoll und zu Recht x-fach ausgezeichnet. Ihr seid YouTube-begeistert und für uns natürlich ganz klar absolut zukunftsorientiert. Und deswegen schließe ich, weil eben auch das Ä, das Ö und das Ü dazugehören, mit einem ändert euch bitte nie. Bleibt ökonomisch und ökologisch stark, aber übertreibt es heute nicht mit eurer Geburtstagsfeier. Wir brauchen euch noch. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, liebe Simone Lange, für diese alphabetischen Geburtstagswünsche. Und Professor Uwe Danker wird und sein Team werden uns jetzt gleich nochmal auf eine Zeitreise mitnehmen und die ersten 20 Jahre der Vorgängerin der EOF, der Pädagogischen Hochschule, auf ihren demokratischen Gründungsauftrag untersuchen. Das wurde jetzt schon mehrfach angekündigt. Bevor das geschieht, nehmen wir Sie jetzt aber auch nochmal mit, und zwar nach Tallinn, in den Neubau, der eben auch eine Rolle spielt, in den Senatssaal. Dort haben Jan Tenrich und die Musikstudierenden, die er 6 Wochen vor dieser Feier dazu bringen konnte, mit ihm eine Band zu gründen und das zu üben, also in kurzer Zeit das alles unter viel Aufwand hingebracht haben. Dort haben sie Don't Cry von Guns N' Roses aufgenommen und das hören und sehen Sie jetzt. Softly, there's something in your eyes. Don't hang your head in sorrow, and please don't cry. I know how you feel inside. I've been there before. Something is changing inside you. Tonight.
so bad. I'll still be thinking of you and the times we had. Baby, yeah, and don't you cry tonight. And don't you cry tonight. And don't you cry tonight. There's a heaven above you, baby. Ja, das waren auch schon Einblicke in den Senatssaal des neuen Gebäudes, über das wir gleich sprechen. Und vielen Dank nochmal an Jan Tenrich und die Studierenden. Jetzt kommen wir zum Hauptteil, zum Festvortrag von Professor Dr. Uwe Danker und seinem Team von der Forschungsstelle für regionale Zeitgeschichte und Public History, dessen Direktor Uwe Danker ist. Ich begrüße also auch Marie-Therese Marx, Melanie Oertel, Jan Weizmann, Lea Zeitler und natürlich Herrn Danker. Und ich begrüße auch Jan Tenrich als Gitarristen zum Festvortrag Lehrkräfte für die Demokratie, Gründung, Personal und Programm der Pädagogischen Hochschule Flensburg. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, am Anfang war die These, übrigens tatsächlich ein Input unseres Präsidenten, wenn im Jahr 1946 die britische Besatzungsmacht die Gründung unserer Hochschule als völlige Neuschöpfung initiierte, wird das Projekt doch wohl getragen gewesen sein von einem durch und durch demokratischen Impetus und entsprechendem Personal, oder? Wir wollen diese These abklopfen in drei kurzen Anläufen, indem wir uns befassen erstens mit dem Gründungsszenario, zweitens mit dem Lehrkörper und drittens dem Studium, insbesondere dem Studienangebot. Wir beschränken uns dabei auf die ersten beiden Jahrzehnte. Mit dieser Festouvertüre von Brahms, intoniert vom Städtischen Orchester, begann am 23. März 1946 in Flensburg die Feierstunde zur Eröffnung
der Pädagogischen Hochschule. Der ersten PH in Schleswig-Holstein, ja der ersten PH überhaupt. Das Kriegsende war noch kein Jahr her. Die preußische Provinz Schleswig-Holstein zählte zur britischen Besatzungszone. Während die deutsche Zusammenbruchsgesellschaft mit vielen Alltagsproblemen kämpfte, gab es Weichenstellungen für eine neue Zukunft. Hauptakteure waren britische Besatzer. Für sie bildete die Neuausrichtung der Lehramtsausbildung ein Leuchtturmprojekt, einbeschrieben in ihr Gesamtkonzept. Denn sie wollten nicht weniger als die Deutschen verändern. Die erfahrene Kolonialmacht Großbritannien hatte sich auf die Besatzungsarbeit vorbereitet. Höchste Priorität sollte Sicherheit vor einem möglicherweise wieder kriegerischen Deutschland besitzen. Alles andere wurde von diesem Ziel abgeleitet. The German Character, so britische Analysen, neige zum Autoritären und Extremen. Deshalb ging es den Briten neben der Denazification, der politischen Säuberung und Unschädlichmachung der NS-Eliten, um die Re-Education, eine Säuberung der Köpfe, letztendlich nichts anderes als die Demokratisierung. Und das war ein wirklich ambitioniertes Ziel, wenn man bedenkt, dass die Deutschen ihre Weimarer Demokratie preisgegeben, ja aktiv und mit Mehrheit abgeschafft hatten, mit verheerenden Folgen. Die Neuorientierung umfasste einen demokratischen Herrschaftsaufbau, die Schaffung freier Medien sowie den Umbau des Bildungswesens einschließlich der Universitäten. Aus pragmatischen Gründen ließen die Briten das mehrgliedrige deutsche Schulsystem unangetastet, konzentrierten sich stattdessen auf Reform der Curricula und eben auch der Lehramtsausbildung. In den Fokus rückten sie dabei insbesondere die Volksschule, die eine deutliche Mehrheit der Heranwachsenden erfasste und sich für erzieherische Maßnahmen förmlich anbot. Die neu ausgerichtete Ausbildung der Volksschullehrkräfte sollte zum Katalysator des Wandels werden. Während der Weimarer Republik hatten sich Lehrerbildungsanstalten hin zu einem eher akademisierten Studium fortentwickelt. Der NS-Staat kehrte die Richtung wieder um. 1942 waren die Hochschulen für Lehrerbildung geschlossen und durch nationalsozialistisch formierte Lehrerbildungsanstalten ersetzt worden. Ab 1945 entwickelte sich auf deutscher Seite der Mathematiker und Pädagoge Friedrich Drenkhahn 1894 bis 1977 zur prägenden Figur der Neuausrichtung der schleswig-holsteinischen Lehramtsausbildung. Er wird in unserem ganzen Vortrag in verschiedenen Rollen immer wieder auftauchen. Von 1928 bis 1942 hat er als Professor für Mathematik und stellvertretender Direktor am Pädagogischen Institut sowie der Hochschule für Lehrerbildung in Rostock gewirkt. 1945 floh er nach Aumühle in Schleswig-Holstein. Dort formulierte er noch im Sommer eine Denkschrift zur künftigen Lehramtsausbildung. In dieser forderte er die Rückkehr zur akademischen Orientierung, die über eine Rekonstruktion der Weimarer Strukturen hinausging und den Gegebenheiten der Nachkriegszeit Rechnung trug. Damit bewarb sich Drenkhahn erfolgreich um eine Stelle im Oberpräsidium. Im Oktober 1945 wurde er zum Referenten für Lehrerbildung ernannt. Die britische Besatzungsmacht und die Landesverwaltung sahen sich einem extremen Lehrkräftemangel gegenüber. Kriegsfolgen und Entnazifizierungsverluste sowie fast die Verdopplung der Bevölkerung Schleswig-Holsteins schufen großen Bedarf für eine schnelle und reformierte Lehramtsausbildung. Gleich zwei pädagogische Hochschulen wurden geplant und zudem eine Reihe vorübergehender Notmaßnahmen. An den ehemaligen Lehrerbildungsanstalten fanden Notkurse statt. Noch nicht examinierte Lehrkräfte und SchulhelferInnen, die sich bereits im Dienst bewährt hatten, wurden zu Volksschullehrkräften ausgebildet. Auch an den beiden pädagogischen Hochschulen begann 1946 zunächst ein einmaliger 15-monatiger Sonderlehrgang für ältere und schwerkriegsbeschädigte Abiturienten.
Auftakt für die 220 Teilnehmer war die Eröffnung der PH Flensburg. Als auch die PH Kiel ihren Betrieb aufnahm, wurden die Studierenden aufgeteilt. Die Wahl des Standorts Flensburg war von Anfang an umstritten. Während man in Kiel an die Traditionen der Pädagogischen Akademie anknüpfte, favorisierte Friedrich Drenkhahn als zweiten PH-Standort Lübeck. Die Grenzstadt Flensburg mit ihrem schwelenden deutsch-dänischen Konflikt schien ihm ungeeignet. Die Briten bewerteten die Frage rein pragmatisch. Während in Lübeck keine geeigneten Räumlichkeiten verfügbar schienen, stand die ehemalige Marineschule in Möwig leer. Und für die Unterbringung von Studierenden und Lehrenden konnten zwei Baracken des Heinz-Krei-Lagers genutzt werden. Zufall führte die PH hierher, mehr nicht. Schon in den ersten Jahren gab es Überlegungen, ein einführendes PH-Studium, um ein fachbezogenes Angebot an der Kieler Universität zu erweitern. Also nur das halbe Studium hier zu belassen. Hintergrund war die Schulreform der sozialdemokratischen Landesregierung. Allerdings scheiterten die Überlegungen bereits an Raumfragen in Kiel und nach dem Regierungswechsel an der widerrufenen Reform. Am Beginn der 1950er Jahre geriet der PH-Standort Flensburg erneut in die Diskussion. Im Vorfeld der Wiederbewaffnung der Bundesrepublik beanspruchten die Planer die Marineschule für ihre Zwecke. Auch existierten zeitweise Überlegungen, die beiden PHs in Kiel zusammenzulegen. Woraufhin die Flensburger Kollegen 1954 erstmals inhaltliche Argumente für den Verbleib in Flensburg anführten. Unter anderem auch die bedeutende Rolle als Kultureinrichtung im deutsch-dänischen Grenzraum. Und 1955 warben Bürgerverein und Magistrat der Stadt Heide für eine Verlegung der PH dorthin. An der Westküste sah man sich wirtschaftlich und kulturell benachteiligt. Umgesetzt wurde von alledem nichts. Das Landeskabinett verfolgte einen Neubau in Flensburg. Standortdebatten aber würde es immer wieder geben. Zurück ins Jahr 1946. Nur 7 Lehrende wirkten anfangs in Flensburg. 4 Professoren, ein Hauptamtlicher und 2 nebenamtliche DozentInnen. Sie alle mussten ihre Lehrinhalte vorab mit den britischen Behörden absprechen. Von Vorlesungstexten waren Abschriften einzureichen. Während der Lehrbetrieb in der Marineschule also reibungslos anlaufen konnte, gab es andere Probleme, die sich in einem Visitationsbericht Drenkhahns im September 1946 niederschlugen. So fielen Praxiserfahrungen an Flensburger Schulen meist weg, denn Unterricht fand kriegsbedingt noch nicht wieder regulär statt und Studierende konkurrierten mit Lehrkräften um rare Unterrichtsstunden. Und die materiellen Bedingungen waren spartanisch. Ortsfremden Studierenden und Lehrenden standen 2 Baracken zur Verfügung. Bei einer Belegung mit 4 Personen pro Zimmer konnten insgesamt 200 untergebracht werden. Eine Großküche bekochte auch in anderen Baracken des Lagers untergebrachte ehemalige Marineangehörige und Patienten des Lazaretts Möwig. Es gab keine Waschgelegenheiten. Studierende brachten eigene Schüsseln mit. Unter diesen Bedingungen rückte immer wieder die private Alltagsbewältigung in den Vordergrund, wie eine Inspektion erbrachte. Am 24. Juni 1946 besichtigten Mrs. Ferguson und Miss Walker von der britischen Besatzungsbehörde die Pädagogische Hochschule in Flensburg, unangemeldet. Als sie an diesem Tag, es war ein Montag, gegen 11 Uhr eintrafen, fanden sie die Einrichtung weitestgehend verwaist vor. Jedenfalls vom Lehrkörper war niemand anwesend. Um 11 Uhr traf der Biologiedozent Walter Emeis ein und hielt vor jenen Studierenden, die man kurzfristig einbestellen konnte, eine spontane Vorlesung. Ein in der Hochschule aufgefundener Stundenplan verdeutlichte, dass der Lehrbetrieb an Montagen erst um 14 Uhr begann. Hintergrund war, dass viele Studierende und Lehrende an den Wochenenden Flensburg verließen. Wäschewechsel, bessere Verpflegung, Unterstützung der Familie in Notzeiten bildeten ihre wirklich nachvollziehbaren Motive. Drenkhahn, der Ferguson und Walker begleitet hatte, verfasste ein Vermerk zu der Besichtigung. Ergebnis: PH-Direktor Gerhard Bohne habe sich, Zitat, unmöglich gemacht, Zitat Ende.
Dieser rechtfertigte sich zwar, die Regelung sei mit Renkan erörtert und von ihm bewilligt worden, dennoch wurde Bohne abgelöst, nach Kiel strafversetzt und weiter als Religionsdozent zum pädagogischen Lehrgang in Burg Dithmarschen abgeordnet. Mehr geht nicht. Das alles mündete in einen jahrelangen privatrechtlichen Streit zwischen Bohne und Renkan um üble Nachreden und so weiter. Erst 1949 schlossen beide einen Vergleich. Nun aber traf es Renkan selbst. Nach seiner Arbeit im Oberpräsidium, seit 1946 Gründungsdirektor der Kieler PH, wurde er 1949 zum einfachen Professor degradiert und nach Flensburg versetzt. Ursache waren verschiedene Konflikte mit Kollegen. Auch Vorwürfe, er habe seine Rolle in der NS-Zeit heruntergespielt. Jedenfalls wirkte der Reformer fortan bis zur Pensionierung 1960 als Professor für Mathematik und deren Didaktik in Flensburg. Wir waren beim Quellenstudium ganz irritiert. Querelen im Lehrkörper, sowas kennt man sonst doch nicht. Aber wir stießen auf einen weiteren, nun wirklich skurrilen Fall. Wilhelm Neuhaus, langjähriger Professor für Erziehungswissenschaften und Psychologie, warf 1957 seinem Kollegen Walter Stuhlfahrt, Geographie, vor, er hätte fast 10 Jahre zuvor, nämlich 1948 bis 50, auf dem Campus einen illegalen Weinhandel betrieben. Dieser reagierte mit Gegenvorwürfen. Es ging auch um einen Teppichkauf. Wir können das nicht weiter ausführen. Die am Ende ergebnislosen Ermittlungen fanden in die Personalakten beider. Mit derlei Personalquerelen können wir diesen Teil nicht abschließen. Also zurück zur Eröffnungsfeier. Nach Brahms Festouvertüre und einem Grußwort von Oberbürgermeister I.C. Müller ergriff Oberstleutnant Wilcox für die britische Militärregierung das Wort. Er betonte auch die Rolle der zukünftigen Lehrkräfte für die Erziehung von Schülerinnen und Schülern. Allerdings ohne den Begriff Demokratie direkt zu nutzen. Zitat: Hier sollen deutsche Lehrer die notwendige Ausbildung erhalten, die sie befähigt, die deutsche Jugend zu verantwortungsbewussten Bürgern zu erziehen. Und weiter: Wenn die Lehrer die heranwachsende Jugend nicht zu echter Menschlichkeit und Sittlichkeit erziehen, droht die Gefahr, dass die Katastrophe Nazi-Deutschlands sich wiederholt. Daher ist die Verantwortung so groß. Zitat Ende. Daran schließen wir gleich an. Wir nun ein Schlaglicht auf die Lehrenden der jungen PH Flensburg. Die britische Militärregierung überprüfte 1946 eine Vorschlagsliste von 30 DozentInnen auf politische Vorbelastung. Mindestens 7 nahmen sie sofort von der Liste. Wurde anfangs also ein durch und durch demokratischer Lehrkörper geschaffen? Wir haben alle 34 hauptamtlichen Professoren und DozentInnen aus den Stichjahren 1946, 56 und 66 untersucht. Übrigens unter ihnen mit der Musikpädagogin Henny Simons nur eine einzige Frau. Wie wurde Mann Professor an der PH? 2 verschiedene Berufswege lassen sich nachzeichnen. Auf der einen Seite die Bildungsaufsteiger. Sie erarbeiteten sich den Weg in die Hochschule meist über das Lehrerseminar. Einzelne erhielten den Ruf sogar ohne Promotion. Auf der anderen Seite finden sich die eher traditionellen Eliten, die den klassischen Weg einer wissenschaftlichen Karriere einschlugen und möglicherweise hier strandeten. Wie stand es um Ihr demokratisches Profil, Ihre Einschläge, Biografie. Welche Rollen hatten die 34 Professoren und DozentInnen während der NS-Zeit eingenommen? Jetzt wird's wissenschaftlich.
mit unserem spezifischen, in zwei großen Kontinuitätsstudien angewandten Typisierungsmodell versuchen wir, auf Grundlage unserer Quellen individuelle Biografien und gruppenspezifische Erfahrungen zu systematisieren, reale Orientierungen, Rollen und Erfahrungen in der NS-Zeit zu erfassen. Soweit hinreichend biografische Informationen vorliegen, werden sie interpretiert und die Person einer definierten Grundorientierung und im Folgeschritt einem Typ zugeordnet. Den historischen Hintergrund dafür bildet, dass der NS-Staat mit der propagierten Volksgemeinschaft die Zeitgenossen genötigt hatte, sich zu positionieren, mitzumachen, sich wegzuducken oder zu opponieren. Dieser erzeugte Bekenntnisdruck stellte gerade ein Kennzeichen der plebiszitär abgesicherten Diktatur dar. Unser Modell spiegelt vier generalisierte Grundhaltungen und Verhaltensmuster für ein Leben oder Überleben in der NS-Zeit. Es sind die sogenannten Grundorientierungen. Exkludiert oppositionell. Erfasst die freiwillig Opponierenden oder unfreiwillig Abseitsstehenden. Angepasst ambivalent meint die sich Wegduckenden, die Unauffälligen und die Mitläufer. Systemtragend karrieristisch. Das sind weiter wirkende Eliteangehörige in Wehrmacht, Justiz, Verwaltung, ohne die kein Staat zu machen wäre. Und exponiert nationalsozialistisch. Zählt die hervorgehobenen Aktivisten der NS-Bewegung und Verfolgungsakteure. Für die ehemals jungen Geburtsjahrgänge 1918 bis 1928 haben wir die Sammelkategorie NS-sozialisiert geschaffen. Da stabile Orientierungen noch nicht identifizierbar sind, aber die Betroffenen ihre Sozialisation im Nationalsozialismus erfuhren. Die Verfeinerung mit 24 charakteristischen Typen müssen Sie dann in unseren Publikationen nachlesen. Welche Aussagen können wir über die Untersuchungsgruppe treffen? Abgesehen von einer Person, über die wir zu wenig wissen, finden sich alle 33 repräsentiert in diesem aufregenden Tortendiagramm. Sofort fällt ins Auge, die Farbe Blau fehlt. Das bedeutet, während der NS-Zeit hatte sich niemand oppositionell verhalten oder war verfolgt worden. 9 der späteren PH-Dozenten, hier grau gefärbt, hatten sich angepasst oder auch ambivalent, respektive zurückhaltend verhalten, sich letztlich aber auch mit dem NS-System arrangiert. 7 Mitglieder des Lehrkörpers sind grün. Sie lassen sich den tradierten Eliten zuordnen, die wesentlich zum Funktionieren des NS-Staates beitrugen. Und 3 Professoren kategorisieren wir in braun, als exponiert nationalsozialistisch. Sie waren Verantwortliche oder Verstrickte, ehemalige NS-Volkstums- oder Verfolgungsakteure, die im Einzelfall auch die Strafjustiz hätten fürchten müssen, wenn diese denn ihren Aufgaben nachgegangen wäre. 14 der untersuchten Personen, cremefarben, zählen zu den nur am Geburtsdatum definierten jungen NS-Sozialisierten. Wir reden insgesamt von 20 Jahren. Markieren die Stichjahre Wandel? Gibt es eine gerichtete Tendenz? 1946 sind 6 der 7 Professoren und DozentInnen als ehemals angepasst ambivalent, nur eine Person als systemtragend karrieristisch zu bezeichnen. Das bedeutet, anfangs dominierten die Unauffälligen und Angepassten. Die PH wuchs schnell. Bis 1956 verdoppelte sich der Lehrkörper auf 15 hauptamtliche Professoren und DozentInnen. Nur 3 von ihnen waren bereits 1946 dabei. Jetzt gehörte mehr als die Hälfte zu den ehemaligen Trägern des NS-Staats oder gar den exponierten Nationalsozialisten. 10 Jahre nach Gründung der PH herrschte personelle NS-Kontinuität. 1966 stehen die in der NS-Zeit Sozialisierten für die Verjüngung in der Lehrkräfteausbildung. Es ist die HJ-Generation, die oft auch positive Kindheitserinnerungen verteidigt. Die übrigen sind gleich verteilt ehemals Angepasste oder Systemträger. Nur noch ein ehemals exponierter Nationalsozialist taucht auf, darf aber nicht mehr lehren. Dieser Befund
ist insgesamt begrenzt aufregend. Wir haben etwa für Polizei oder Justiz in Schleswig-Holstein schon ganz andere Ergebnisse erzielt. Die freundliche Interpretation lautet so: Alle späteren hier Lehrenden hatten sich mit dem NS-System irgendwie arrangiert oder es in staatstragenden Funktionen auch unterstützt. Aber nur 3 von ihnen, mithin weniger als 10%, waren darüber hinaus als exponierte Nationalsozialisten aufgefallen. Die kritische Einordnung klingt so: Auch ein unauffälliger Befund kann herbe enttäuschen. Wir haben keine einzige Person identifiziert, die ehemals oppositionell war oder zu den NS-Verfolgten gehört hatte. Hingegen 3 exponierte Nationalsozialisten. Das Spektrum dieser Hochschule ist rechtslastig gewesen. Selbst die Landespolitik und die Kommunalpolitik, die wir untersuchten, standen besser da. Ein besonders demokratischer Impetus kann der PH nicht einmal für 1946 bescheinigt werden. Während damals aber noch einigermaßen strenge, von den Briten oktroyierte Auswahlkriterien galten, spielte die NS-Vergangenheit später quasi keine Rolle mehr. 4 Personen wollen wir ganz kurz vorstellen. Zunächst Friedrich Drenker, dessen Biografie sich durch unseren gesamten Vortrag zieht. Ausgebildet für das Lehramt an höheren Schulen, übernahm Drenkhahn 1928 eine Professur am Pädagogischen Institut in Rostock, einer Volksschullehrerbildungsanstalt. Nach der NS-Machtübernahme musste er die Leitung seiner Arbeitsgemeinschaft für die Volksschullehrkräfteausbildung niederlegen. Die Professur konnte er jedoch weiter ausüben. Drenkhahn unterschrieb, wie viele andere auch, das Bekenntnis der Professoren an den deutschen Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler, schloss sich NS-Massenorganisationen an und wurde auch Mitglied der NSDAP. Obwohl die Kreisleitung eine negative Beurteilung abgab, Drenkhahn sei, Zitat, bis zur Machtübernahme gut demokratisch eingestellt gewesen, aber ohne Schneid zu aktiver Gegnerschaft. Das war keine schlechte Einschätzung des Wendehalses. 1935 veröffentlichte der promovierte Mathematiker zwar ein Werk, das ihn zum bedeutenden Reformer des Raumlehreunterrichts machte, zugleich aber sogen seine mathematischen Publikationen die NS-Ideologie förmlich auf. So berechnete er 1936, im Jahr nach den Nürnberger Rassegesetzen, statistisch die Geschwindigkeit, mit der arisches Blut durch Artfremdes verunreinigt würde. Es entsteht ein ambivalentes Bild von Friedrich Drenkhahn während der NS-Zeit. Er beschönigte später seine Rolle und log auch in der Entnazifizierung. Aber Publikationen und deutsche Mitgliederkarteien sind unbestechlich. Von uns als staatstragend karrieristisch eingeordnet, wird er im Auftrag der Briten die Volksschullehrkräfteausbildung in Schleswig-Holstein prägen und ab 1949 für 11 Jahre Professor an der PH Flensburg sein. Theodor Wilhelm, 1906 bis 2005. Der bereits vor 1933 antidemokratisch dachte, promovierte 2-mal und schloss die Ausbildung für das höhere Lehramt ab. Er trat SA und NSDAP bei und profilierte sich mit Publikationen, in denen er den NS-Staat feierte, Antibolschewismus und Antisemitismus propagierte und sich kaum kaschiert für die Ermordung der europäischen Juden aussprach. So schrieb Wilhelm 1941, Zitat: Kann der Jude sich nicht von sich selbst befreien, so bleibt den Völkern nichts übrig, als sich vom Juden zu befreien. Europa ist aufgebrochen, um die Judenfrage als Aufgabe der europäischen Schicksalsgemeinschaft zu lösen. Zitat Ende. Und 1944, im Finale von Krieg und Shoah,
Zitat, die gefährlichste Bastion einer nur zersetzenden, niederreißenden, infragestellenden, niemals aus der Tiefe des Blutes befruchteten und daher niemals vorzeugenden Intellektualität ist gefallen. Zitat Ende. Wilhelm war Schriftleiter der Internationalen Zeitschrift für Erziehung und dozierte an der Hochschule für Lehrerbildung in Oldenburg. Später wirkte er im Deutschen Institut für außenpolitische Forschung als aktiver Part in Auslands- und Kriegspropaganda. Wir ordnen ihn als exponiert nationalsozialistisch ein. Nach Kriegsende wurde Wilhelm Studienrat in Oldenburg. Von 1951 bis 1959 war er Professor an der PH Flensburg und anschließend Direktor des Instituts für Pädagogik an der Kieler Universität. Während er selbst seine NS-Vergangenheit verleugnete, gibt es belastbare Belege dafür, dass er elementare Aspekte seiner Ideologie auch nach 1945 zu wahren wusste. Hans Beyer, 1908 bis 1971, seit 1951 Professor an der PH, sah sich hier von Beginn an mit seiner NS-Vergangenheit konfrontiert, was letztlich dazu führte, dass er 1961 zunächst beurlaubt und 1966 an das Landesarchiv abgeschoben wurde. Doch 10 Jahre hatte er hier in Flensburg gelehrt. Ein Mann, dessen Anwesenheit selbst in den so toleranten 1950ern die Arbeitsfähigkeit des Lehrkörpers der PH Flensburg zu stören schien. Schon als Student hatte sich Beyer für die sogenannten Volksdeutschen in Osteuropa interessiert, ein Thema, das sich durch seine gesamte Biografie zieht. Bereits in den 1920er Jahren Teil der völkischen Bewegung, leitete er ab 1936 die Arbeitsstelle für auslandsdeutsche Volksforschung in Stuttgart, bis 1938 und dann bald hauptamtlich für den Sicherheitsdienst des Reichsführers SS Himmler tätig wurde. 1941 wurde Beyer Ukraine-Referent im Reichssicherheitshauptamt in Berlin. Bisher nur am Schreibtisch, war er jetzt auch aktiv mit der Umvolkung im Osten befasst. Beyer spielte eine wesentliche Rolle während der Pogrome im ukrainischen Lemberg. Ab 1943 Professor für Volkslehre an der Universität Prag und Direktor des Instituts für europäische Völkerkunde schmiedete er fortan wieder wissenschaftliche Umvolkungs- und Germanisierungspläne. Beyer war fraglos ein mörderischer Verfolgungsakteur. 1945 aus Prag geflohen, wurde er zunächst Pressesprecher der evangelisch-lutherischen Landeskirche und 1951 Professor an der PH Flensburg, für lange 10 Jahre hier aktiv lehrend. Abschließend ein Schlaglicht auf den Erziehungswissenschaftler Rudolf Carnick, 1901 bis 1994. Während der 1920er ein staatsbejahendes SPD-Mitglied, ist er eine von nur 2 Personen des späteren Lehrkörpers, denen wir eine klare demokratische Haltung in der Weimarer Zeit attestieren. Diese Überzeugung spiegelte sich auch in seinen Erziehungsvorstellungen. Der Mittelschullehrer sah sich 1932 in der Preußischen Zeitung, dem Organ der NSDAP Ostpreußen, mit Anfeindungen konfrontiert. Er überstand die NS-Zeit dennoch unbeschadet, weil er Anpassungsschritte wie den Eintritt in die NSDAP vornahm. Bis zur Einberufung in die Wehrmacht, wo er Wetterinspektor wurde, konnte er als Lehrer unterrichten. Wir betrachten ihn als ambivalent angepasst, da er zwar ins Visier geriet, sich aber schützte. Nach Kriegsende kehrte er zurück in den Schuldienst. Im Jahr 1953 zog es ihn an die PH Flensburg, wo er praktische Pädagogik dozierte und 7 Jahre später zum Professor ernannt wurde. Der Nicht-Promovierte entwickelte sich zu einem der bedeutendsten Didaktiker des Heimatkundeunterrichtes in den 1950er und 60er Jahren. 1986, lange nach Beginn des Ruhestandes, verlieh man ihm die erste Ehrendoktorwürde der PH Flensburg überhaupt. Wenn das kein harmonischer Abschluss dieses anstrengenden Abschnittes ist. Musik
Wie sah das Studium an der Pädagogischen Hochschule in Flensburg zwischen 1946 und 66 aus? Wir erinnern uns, es ging um Lehrkräfte für die Demokratie. Sie sollten später ihren Schülerinnen und Schülern demokratisches Bewusstsein und demokratisches Handeln vermitteln. Im Kontext der Gründung beider pädagogischer Hochschulen übertrugen die britischen Besatzer dem bereits mehrfach erwähnten Friedrich Drenkhahn die inhaltliche Neuausrichtung der Ausbildung von Volksschullehrkräften. Der damals mehrheitlich besuchten Volksschule schrieb man eine besondere volkserzieherische Bedeutung zu. Drenkhahn stellte sein Konzept für pädagogische Hochschulen darauf ab. Eine Gemeinschaft der Lehrenden und Studierenden. Eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis sowie musische Bildung waren Säulen. Zur theoretischen Fundierung trug sein begrifflich präzises Verständnis von Didaktik und Methodik bei. Er wies den systematischen, didaktischen und methodischen Komponenten des Schulunterrichts unterschiedliche, aber aufeinander bezogene Aufgaben zu. Diese Differenzierung führte zu einem modernen Studienaufbau, bei dem die allgemeine, theoretisch eingebettete Unterrichtslehre im Vordergrund stand. Neben den Erziehungswissenschaften, zunächst in Pädagogik und Psychologie aufgegliedert, war das Studium der Didaktik eines Wahlfaches sowie die Fachmethodik weiterer Fächer verpflichtend. Darüber hinaus sollte eine Grundausbildung in den musischen Fächern, also Musik, Werk- und Kunsterziehung sowie Leibesübung erfolgen. Ab 1953 waren für Studentinnen auch Hauswirtschaft und Nadelarbeit verpflichtend. Zusätzlich musste im Sinne einer regional verstandenen Staatsbürgerkunde eine Veranstaltung zur schleswig-holsteinischen Landeskunde besucht werden. Ergänzt wurde das Studium durch berufspraktische Anteile. Wöchentliche Hospitationen und Lehrversuche in den Volksschulen der Stadt Flensburg sowie ein jeweils vierwöchiges Stadt- und Landschulpraktikum führten zu einer engen Zusammenarbeit mit den Lehrkräften der Umgebung Flensburgs. Eine Kultur, die über Jahrzehnte das Flensburger Studium prägte. Die PH wies seit der Gründung ein stetiges Wachstum auf. Mitte der 1950er waren ca. 200 Volksschullehramtsstudierende eingeschrieben. Expansion kommt immer gut. Bereits 1953 meldete die Hochschule dem Kultusminister, auf dessen Anfrage nach Kapazitäten für StudienbewerberInnen aus der DDR, dass sie gut und gerne 100 Lehrkräfte zusätzlich ausbilden könne, trotz bereits knapper Räumlichkeiten. Allerdings bedurfte das Vorhaben einiger Planung, sodass erst 1960 vermehrt Zulassungseinträge eingingen. Und dann kam 1961 der Mauerbau. Und diese spezifische Form des Wachstums war erledigt. 1959 zog die PH in den Neubau in der Mürwicker Straße ein. Er war für 250 Studierende ausgelegt. Jedoch verzeichnete die Hochschule schon 1960 mehr als 500 Immatrikulierte. Eine Überbelegung von 100%. Kommt irgendwie bekannt vor, das Problem. Jedenfalls wurde bereits 1966 ein Erweiterungsbau eingeweiht. Die Geschlechterverhältnisse produzierten einen zweiten Entwicklungstrend. Spätestens ab 1955 gab es auch in Flensburg ein deutliches Übergewicht an weiblichen Studierenden. Hintergrund dieser Feminisierung der Lehramtsausbildung waren demografische Effekte des Krieges und damit verknüpft die zunehmende gesellschaftliche Akzeptanz der Berufstätigkeit der Frau, die jedenfalls bis zur Eheschließung ausdrücklich propagiert wurde. Diese teilweise notgedrungene Akzeptanz der ledigen, berufstätigen Frau korrespondierte aber mit der Reetablierung klassischer Rollenbilder, sodass viele Junglehrerinnen dann tatsächlich nach der Heirat wieder aus dem Dienst schieden, ihre Ausbildung gesellschaftlich unökonomisch erschien und jedenfalls keinen vollen Beitrag zur Beseitigung des Lehrkräftemangels leistete.
Mitte der 1960er Jahre kam es zur langsamen Trendumkehr. Zunehmend strebten Männer in den attraktiver werdenden Lehrerberuf, während Frauenerwerbsarbeit bald voll akzeptiert war. Wie sah das Studium an der PH in den 1950ern konkret aus? Blicken wir exemplarisch auf drei demokratieverdächtige Fächer. Die Erziehungswissenschaften repräsentierten einen verpflichtenden Teilbereich des Studiums. In der theoretischen Pädagogik wurden beispielsweise Veranstaltungen zur Geschichte der Pädagogik, Erziehungssystem oder auch pädagogischen Problemen der Gegenwart angeboten. In der praktischen Pädagogik belegten die Studierenden Veranstaltungen zur Unterrichtsplanung und kamen mit der Schulpraxis in Kontakt. Die Psychologie bot Veranstaltungen zur pädagogischen Psychologie und Entwicklungspsychologie an. Insgesamt betrachtet waren die Erziehungswissenschaften mit ihrem differenzierten Studienangebot auf der Höhe der Zeit. Nun ein Blick auf das Studium der Geschichte. Wir haben exemplarisch vier aufeinanderfolgende Semester herausgegriffen und das verpflichtende Veranstaltungsangebot zusammengestellt. Sie sehen das Studium der Geschichte 1955 und 56. Außer einer Schwerpunktsetzung auf Schleswig-Holstein lässt sich kein tragendes Konzept des Fachs erkennen. Das Seminar zum Zweiten Weltkrieg ist die einzige Veranstaltung zur Zeitgeschichte. Das Angebot erscheint theorielos und wirklich antiquiert. Zudem wurde das Studium der Geschichte von 1951 bis 1961 ausschließlich ausgerechnet von Hans Beyer getragen, dessen eindringliche NS-Biografie wir vorstellten. Im Kontext des Kalten Kriegs etablierten sich in Bildungspolitik und Wissenschaft Forderungen nach einer Ostforschung, die Flucht und Vertreibung sowie Erinnerung an die verlorenen Ostgebiete zum Gegenstand erheben sollte. Von diesem neuen Diskurs profitierte Beyer. Er wandelte seinen Schwerpunkt von der deutsch-völkischen Ostforschung zur Osteuropa-Forschung. So reüssierte der ehemalige völkische Lebensraumplaner als Historiker. Über die tatsächlichen Lehrinhalte seiner Veranstaltungen wie Schleswig-Holstein und der ostdeutsche Volksraum oder Geschichte der Ostsiedlung können wir nichts sagen, jedoch ein Spannungsfeld spüren. Erst nach Beyers Freistellung verschwand der Ostkundeschwerpunkt aus dem Flensburger Curriculum. Zuletzt zur politischen Bildung, dem Projekt der Re-Education 1952 als neues Fach auch an der PH Flensburg eingeführt. Es wurde an die Erziehungswissenschaften angegliedert und war für alle Studierenden verpflichtend. Die Themen passten zum demokratischen Neuanfang und Auftrag, etwa im Wintersemester 52-53 Grundlagen und Möglichkeiten der politischen Erziehung in der Volksschule. Aber da es keine eigene Professur gab, übernahmen Dozenten aus anderen Fächern die Veranstaltung. Für ein Jahrzehnt waren dies ausgerechnet Hans Beyer und Theodor Wilhelm, die wir Ihnen schon vorstellten, jene mit der höchsten NS-Belastung innerhalb des damaligen Personalkörpers. Mehr müssen wir zu diesem Thema nicht sagen. Die generelle Entwicklung der PH Flensburg passte sich ein in den Trend der Verwissenschaftlichung der Lehramtsausbildung. Langfristig damit verbunden war eine schrittweise Angleichung der pädagogischen Hochschulen an universitäre Strukturen. Schon kurz nach der Gründung der Hochschule, noch unter britischer Besatzung, hatte es erste einschlägige Vorstöße gegeben. Hauptakteur war wieder Friedrich Drenkheim. Berufen in den Studienausschuss für Hochschulreformen in der britischen Zone, erarbeitete er 1948 ein Hochschulreformkonzept. Seine Ideen waren der Zeit weit voraus. Die Forderung eines sechssemestrigen Volksschullehramtsstudiums wurde erst 1962 umgesetzt. Studienaufbau und Studieninhalte blieben nach dieser Reform grundsätzlich jedoch bestehen. Das den wissenschaftlichen Charakter unterstreichende Selbststudium sollte allerdings einen höheren Stellenwert einnehmen. Der Prozess der Verwissenschaftlichung steigerte den Konkurrenzkampf zwischen den PHs in Flensburg und Kiel. Beispielsweise sollte 1961 in Kiel ein Mittelschullehrerinstitut entstehen. Die Dozentenschaft der PH Flensburg forderte dagegen eine pädagogische Konzentration
auf die Volksschule. Zitat: Die Lebensform der Demokratie bedingt es, dass möglichst breite Schichten eine möglichst gute Erziehung genießen. Zitat Ende. Nicht Fachwissen, sondern die, Zitat, Intensivierung einer erzieherisch orientierten Allgemeinbildung, Zitat Ende, sei angesagt. So unsere Vorgängerinnen und Vorgänger. Doch als in Kiel mit der zukünftigen Ausbildung, von Realschullehrkräften das Rennen machte, sah sich Flensburg mit seiner Beschränkung auf die Volksschule herabgesetzt. Und als der Kultusminister dann auch noch einen Flensburger Landschulschwerpunkt für Lehrkräfte an damals oft noch ein- oder zweiklassigen Dorfschulen ins Gespräch brachte, ging es richtig zur Sache. Zwar gab es bereits in Flensburg spezielle Lehrangebote und ein eigenes Landschulpraktikum, doch mit einem derartigen Schwerpunkt sah man sich nun wirklich abqualifiziert. Die Abwehr verlief erfolgreich und 10 Jahre später gab es übrigens auch keine Zwergschulen mehr. In kleinen Schritten entwickelten sich die PHs zu wissenschaftlichen Hochschulen. Ab 1973 waren sie nicht mehr auf das Lehramtsstudium beschränkt und erhielten für Fachdidaktiken und die Erziehungswissenschaften das Promotionsrecht. Übrigens auch das Forderung von Drenkhahn bereits aus dem Jahr 1948. Abschließend ein Blick auf die demokratischen Potenziale der Studierenden. In der Gründungsphase hatten sie höhere Hürden zu nehmen als ihre Lehrenden. Sie schienen den Briten als zukünftige Lehrkräfte wichtiger. Bevorzugt zugelassen wurden ab 1946 jene, die nie Kontakt zu einer NS-Organisation hatten. Das erwies sich allerdings als unrealistisch bei Zwangsmitgliedschaften in HJ und BDM. Darüber hinaus war die Grenzziehung anfangs aber klar. Und die Flensburger Studierenden lernten Demokratie. Bereits 1958 verschafften sie sich durch laute Proteste Gehör. Sie forderten das 6-semestrige Studium, eine Verbesserung der Lehrförderung und zügigere Stellenbesetzung beim Lehrpersonal. Hört, hört. 1964 veranstalteten sie einen ersten Vorlesungsstreik. Ende der 1960er Jahre, im Kontext der 68er-Bewegung, gingen ihre politischen Ambitionen über die Hochschulpolitik hinaus. Am 28. April 1969 kam auf einem Diskussionsabend über die reaktionäre Haltung des Flensburger Tageblatts die Idee auf, die Auslieferung für den Folgetag zu verhindern. Studierende marschierten in die Stadt, besetzten Zugänge des Verlagsgebäudes und machten Straßen unpassierbar. Die polizeiliche Räumung führte auf beiden Seiten zu Verletzten. Obwohl am Ende viele Zeitungen in der Förde schwammen, gelangte das Blatt wohl doch überwiegend in die Briefkästen. Apo in der Provinz eben, aber mit allem Drum und Dran, auch den individuellen wie gesellschaftlichen Demokratisierungsschüben. Die Flensburger Studierenden kamen an im demokratischen Westen, wie von den Briten 2 Jahrzehnte zuvor intendiert. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank an Uwe Danker, Marie-Therese Marx, Melanie Oertel, Jan Weizmann und Lea Zeitler für diese Einschätzung des Gründungsimpetus der Pädagogischen Hochschule. Vielen Dank an Jan Tenrich, jetzt ist er schon weg, für die Intervention. Und natürlich können diese Erkenntnisse nicht gänzlich unkommentiert bleiben. Das Wort hat jetzt noch einmal unser Präsident, Professor Dr. Werner Reinhardt. Ja, ich habe zu Beginn eine offene Frage gestellt und will schon ganz kurz reagieren können. Ja, und das Ergebnis ist so ambivalent, wie auch dein Resümee war, lieber Uwe. Blütenweiß war unsere Weste nicht, natürlich nicht. Aber auch nicht völlig schwarz oder nazibraun in diesem Fall. Eher sowas Graues.
Ich ziehe spontan drei Konsequenzen draus. Erstens, ja, wir müssen ab morgen eine andere Geschichte erzählen. Zweitens, gerade weil wir gestern so grau waren, haben wir allen Anlass, unsere Buntheit, die wir heute haben, entschlossen zu verteidigen. Und drittens, offensichtlich waren die, die an PHs waren, die Volksschullehrerinnen ausgebildet haben, nicht die, die so viel Mut hatten, ins Exil zu gehen oder in die Opposition zu gehen. Umso wichtiger, da wir für alle Schularten ausbilden, umso wichtiger für uns als Lehrende, für unsere Studierenden und für die dann an Schulen die Ermutigung zur Zivilcourage. Nein zu sagen, wenn es angebracht ist, weil die Würde des Menschen verletzt wird, ist eigentlich ein besonderer Auftrag, den ich auch aus diesem sehr erhellenden Vortrag ziehe. Mehr will ich gar nicht sagen. Dankeschön. Ja, dann kommen wir von der Vergangenheit in die Gegenwart, die bis vor kurzem noch die Zukunft war, wie es so ist, zu unserem Neubau Tallinn. Gerne hätten wir ihn mit einem wirklich großen Unifest eingeweiht. Das war ein besonderer Wunsch auch von Werner Reinhardt. Das war pandemiebedingt bis jetzt leider nicht möglich. Deshalb erweisen wir Tallinn und der fristgerechten Fertigstellung des Baus in diesem Rahmen die Ehre. Und zuerst mal ein klitzekleines Drohnenporträt des Campus-Neuzuwachses. Ja, das ist Tallinn und finanziert wurde Tallinn mit Mitteln aus dem Infrastrukturmodernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein, Impulsmittel. Und deshalb, die Mittel stammen aus dem Finanzministerium, begrüßen wir hier sehr herzlich Dr. Silke Torp, Staatssekretärin im Finanzministerium. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste der Europa-Universität, ich schließe mich den Begrüßungsworten meiner Vorrednerinnen an, aber Ihnen, sehr geehrter Herr Professor Reinhardt, möchte ich danken für die Einladung, dass ich heute hier zugegen sein darf bei diesem Festakt, der ja einmal im Fokus hat das Jubiläum, das 75-jährige Jubiläum, aber auch, und Sie hatten es angedeutet, als Sie gesprochen haben, die Übergabe des neuen Instituts Tallinn, das wir heute auch feiern wollen. Für eine Finanzstaatssekretärin, die auch zuständig ist für den Landesbau und den Hochschulbau, ist es immer wieder schön zu sehen, wie das Geld, das man für Bauvorhaben einplant, vor Ort dann tatsächlich auch ankommt und umgesetzt wird. Dass aus Zahlenkolonnen in Excel-Tabellen in der Haushaltsaufstellung dann handfeste Gebäude entstehen. Deshalb freue ich mich ganz besonders heute hier sein zu dürfen und nachher im Rundgang das schöne Gebäude, das wir gerade alle schon gesehen haben, auch mal anzufassen und in Natur zu sehen. Mit diesem neuen Gebäude stehen der Universität ab heute 1.300 zusätzliche Quadratmeter zur Verfügung, die dringend benötigt werden. Denn die Zahl der Studierenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist in den zurückliegenden Jahren gestiegen. Das spricht für die Erfolgsgeschichte der Europa-Universität. Das spricht für die hohe Attraktivität der Europa-Universität. Das bringt aber natürlich auch räumliche Herausforderungen mit sich. Und deshalb waren wir froh, dass das Land Ende 2016 schon einmal aushelfen konnte, als es nämlich Container zur Verfügung gestellt hat, die für die Unterbringung von Asylsuchenden nicht mehr benötigt wurden, um räumliche Engpässe aufzulösen. Und aus diesen Containern sind bis heute, ich habe extra noch mal bei unseren Bauexperten im Finanzministerium nachgefragt, aus diesen Containern sind bis heute 12 Gebäude entstanden.
die mit dazu beitragen, diesen Raumbedarf zu decken. Und das dürfte nicht nur mich beeindrucken. Mit dem Neubau Tallinn folgt nun der nächste wichtige Schritt zu mehr Kapazität, aber auch zu mehr Innovation und Nachhaltigkeit. Innovation, weil wir ein flexibles Gebäude haben, eine flexible Gebäudestruktur, die sich bei Bedarf ausweiten kann. Das haben wir sehr schön auf den Bildern auch eben gesehen. Da ist noch viel Wiese, da passt noch was hin. Nachhaltigkeit, weil dieses Gebäude einen besonders hohen energetischen Standard hat. Ich denke da nur an die Photovoltaikanlage auf dem Dach für den Eigenverbrauch des Instituts. Und da passt es gut, dass auch bei der wissenschaftlichen Arbeit, die zukünftig in diesem Gebäude stattfinden wird, das Thema Nachhaltigkeit eine besonders große Rolle spielt. Denn mit dem Norbert Elias Center for Transformation, Design and Research zieht ein Institut in das Gebäude ein, das die Möglichkeiten für gesellschaftliche Veränderungen im Hinblick auf die Herausforderungen Klimawandel, Ressourcenverknappung und Umweltverschmutzung erforscht. Forschungsbereiche, die heute zentral wichtig sind. Ich glaube, das ist unstreitig. Zu den weiteren künftigen Nutzerinnen des Gebäudes zählen die Soziologie, die Politikwissenschaft, die Geschichte, das Europa- und Völkerrecht sowie das Zentrum für Methodenlehre. Ihnen allen wünsche ich viel Erfolg, viele neue Erkenntnisse. Bleiben Sie neugierig in einer hoffentlich angenehm empfundenen Arbeitsatmosphäre. Ja, die 7 Millionen Euro sind über das Infrastrukturprogramm Impuls in den Neubau investiert worden. Gut und nachhaltig angelegtes Geld. Neben dem Neubau hier in Flensburg arbeiten wir aber natürlich auch bei den anderen Hochschulen mit Hochdruck an der Sanierung, an der Modernisierung und auch am Neubau. Und damit Schleswig-Holstein als Hochschulstandort auch zukünftig attraktiv bleibt, haben wir in unser Impulsprogramm bis zum Jahr 2030 590 Millionen Euro eingestellt für Projekte im Hochschulbau, die Jahr für Jahr abfließen können. Damit schaffen wir Planbarkeit, damit schaffen wir Verlässlichkeit, um beim Hochschulbau wie auch in anderen Infrastrukturbereichen auch zukünftig große Schritte gehen zu können. Für die Finanzministerin, von der ich Sie an dieser Stelle ganz herzlich grüßen darf, ist es immer wieder schön, wie die eingeplanten Gelder dann vor Ort auch umgesetzt werden. Wenn handfeste Gebäude entstehen, ich hatte es angedeutet, und die Bauzeit für dieses Gebäude ist bemerkenswert kurz. Erst im Dezember war die Ministerin zur Grundsteinlegung dabei, Dezember 2019, zur Grundsteinlegung dabei, und nur 1,5 Jahre später können wir hier heute durch die Frau Ministerin die Schlüsselübergabe feiern. Für diese hervorragende Bauleistung, liebe Frau Fründer von der GMSH, einen herzlichen Dank an die GMSH und alle Unternehmen, die dieses Projekt ja mit einer Punktlandung für den heutigen Tag umsetzen konnten. Sehr geehrte Damen und Herren, als Universität blicken Sie heute auf 75 Jahre Geschichte zurück, 75 Jahre, in denen sich die Pädagogische Hochschule Flensburg mit anfangs 200 Lehramtsstudierenden zur international renommierten Europa-Universität entwickelt hat und heute inzwischen über 6.000 Studierende, Forschende und Mitarbeitende umfasst. Eins ihrer Erfolgsrezepte ist sicherlich auch die Schwerpunktbildung, Europa, Bildung, Nachhaltigkeit und Transformation. Das sind zentrale Zukunftsfragen für die Gesellschaft und für die Demokratie. Mir bleibt an dieser Stelle nur noch einmal der Universität herzlichen Glückwunsch zu sagen, alles Gute für die nächsten 75 Jahre zu wünschen und Ihnen viel Freude bei der Arbeit und Forschung im neuen Tallinn-Gebäude zu wünschen. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Silke Torp. Wir nähern uns jetzt, Sie haben es gerade schon angedeutet, dem feierlichen Moment der Übergabe des Neubaus an die Universität. Damit das alles korrekt vollzogen werden kann, bitte ich jetzt gleich Gabriele Pfründer nach vorne. Sie ist die Geschäftsbereichsleiterin Landesbau bei der GMSH. Wir haben den Begriff schon oft gehört, Gebäudemanagement Schleswig-Holstein. Und auch, Sie haben es gesagt, offenbar eine Punktlandung, frist- und budgetgerecht erbaut. Und die künftigen Nutzer sind schon eingezogen. Alle, die in dem Gebäude wohnen, sind sehr froh, also alles richtig gemacht. Frau Pfründer. Ja, ich sage jetzt mal, lieber Herr Professor Reinhardt, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Frau Torp, liebe Anwesenden, ich bin jetzt selber so ein bisschen geehrt, weil das natürlich nicht immer passiert, aber diesmal war es wirklich. Vielleicht war es wirklich geplant, weil wir wollten Ihnen ein Geburtstagsgeschenk machen. Ich habe gestern darüber nachgedacht, weil ich vertrete heute hier Herrn Eisold. Ich mache das aber eigentlich auch immer ganz gerne, an solchen Anlässen mal zu sprechen, weil ich eigentlich von Herzen her eine Architektin bin und mich immer freue, wenn so schöne Gebäude fertig werden. Und dieses Gebäude hatte für mich eigentlich 4-mal richtig Glück. Also vielleicht auch noch ein 5. Mal, wenn Sie es jetzt übernehmen und daraus was richtig Schönes machen. Das erste Mal, da erinnere ich mich dran, das war 2016/17, da saß Herr Kupfer bei mir im Büro und zeigte mir die FU Bau. Die haben sie damals mit Eigenmitteln erstellen lassen, sehr, sehr schlau, muss man sagen. Und durch Zufall, wie der Zufall wollte, war genau in dem Jahr das Land so schlau, ein Infrastrukturprogramm aufzulegen und da passte das natürlich genau rein, weil dieses Gebäude dient der Infrastruktur der Universität und war fertig, die Planung war fertig. Da stand auch ein großer Zeitdruck hinter, insofern war es natürlich klar, dass es hier aufgenommen werden musste. Zweites großes Glück für das Gebäude, wir haben tolle Planer an dem Gebäude gehabt, mit dem Generalplaner Asmussen hier vor Ort, mit den Kollegen des Gebäudemanagements hier vor Ort, also die Nutzervertreter und ich will natürlich auch erwähnen und ich möchte sie auch namentlich erwähnen, Frau Horn, meine Projektleiterin, die das hier geliebt hat und die das, glaube ich, aus vollem Herzen und total gerne gemacht hat. Drittes Glück für das Gebäude. Wir waren in Zeiten der Pandemie und ich glaube keiner, ich auch nicht, wusste, was das eigentlich bedeutet. Mittlerweile merken wir so ein bisschen die Auswirkungen. Das bedeutet Baustoffknappheit, das haben Sie bestimmt schon gemerkt. Im Moment haben wir ein wahnsinniges Problem, die Sachen auf die Baustellen zu bekommen. Das bedeutet aber auch höhere Hygieneanforderungen. Keiner von uns wusste eigentlich, was das bedeutet. Machen die Baufirmen weiter? Machen die Planer weiter? Können die überhaupt auf die Baustelle? Wir haben Baubesprechungen im Freien gehalten und die Projektleitung konnte wochenlang gar nicht richtig auf die Baustelle. All das hat wunderbar geklappt und jetzt komme ich zum vierten Glück, weil nämlich wir ja eigentlich, wenn wir Vergaben machen, ich habe noch ein 5. Glück, das kommt gleich noch, wenn wir Vergaben machen, wir gar nicht so genau wissen, wen wir bekommen, aber hier in diesem Fall haben wir mittelständische Unternehmen gewinnen können aus der Region, die wunderbar funktioniert haben, mit denen wir wirklich eigentlich Hand in Hand arbeiten konnten. Und das ist auch ein großer Teil dessen, dass wir das Gebäude fertigstellen konnten. 5. Glück. Das Gebäude hatte ja so eine kleine Planungspause. Und in dieser Planungspause hat das Land Schleswig-Holstein mit dem Energiewende- und Klimaschutzgesetz einen richtigen Meilenstein in Richtung Klimaschutz gesetzt. Also hatten wir die Voraussetzungen oder die Verpflichtungen, das Gebäude nachhaltig umzuplanen. Und das haben wir ernst genommen. Das Gebäude ist, glaube ich, das Nachhaltigste, was ich in den letzten Monaten übergeben durfte, weil es auch so schnell war und auch es ist weit über Bundesdurchschnitt. Es hat eine komplette Photovoltaikanlage. Ich will aber auch noch erwähnen, es kann moderne Arbeitswelten beinhalten. Es ist barrierefrei auf neuestem Standard. Und was ich besonders schön finde, es hat gegenderte WC-Bereiche. So, also Sie sehen, ich freue mich, dass ich Ihnen dieses Geschenk machen darf heute an Ihrem Geburtstag. Ja, und würde jetzt eigentlich gerne den Schlüssel übergeben. Und für die Schlüsselübergabe darf ich jetzt noch einmal Frau Torp
und Frau Prien nach vorne bitten und natürlich unsere Kanzlerin, die den Schlüssel entgegennimmt. Und wir haben jetzt tatsächlich eine korrekte Schlüsselübergabenabfolge, weil Frau Pfründer, wollen Sie beide sich hier in die Mitte stellen? Frau Torp und Frau Prien ein bisschen zueinander. Und dann würde der Schlüssel nämlich von Frau Pfründer über Sie beide an unsere Kanzlerin übergeben. Ja, dann vielen Dank für die Übergabe und darf ich Sie, Frau Brady, kurz ans Mikro bitten. Das glaube ich ja gar nicht. Frau Ministerin, Frau Staatssekretärin, liebe Gäste, was für eine schöne Koinzidenz. An einem Tag, an dem eine Universität, die ja ein im wahrsten Sinne ideeller Möglichkeitsraum ist, wird uns ein ganz physischer Möglichkeitsraum übergeben, in dem künftig noch besser als bisher schon den Kernaufgaben einer Universität nachgegangen werden kann, nämlich der Förderung und der Pflege der Wissenschaften und der Künste, wie es so schön heißt. Ich freue mich sehr, dass wir diese Möglichkeit bekommen haben. Ich glaube, dass es auch für die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in dieses Gebäude einziehen können, ein wirklicher Qualitätssprung ist. Wir konnten auf diese Art und Weise auch inhaltliche Synergien noch einmal schaffen, indem wir Menschen zusammenbringen können, die auch miteinander forschen und lehren und in ähnlichen Kontexten forschen und lehren. In dem Gebäude befindet sich im Erdgeschoss eine sehr flexible Nutzungseinheit für Tagungen, Konferenzen. Auch das ist ja ein Kerngeschäft akademischer Tätigkeit, nämlich der Austausch innerhalb der Scientific Communities. Und es wird aber auch die Möglichkeit geschaffen für einen neuen Senatsraum. Und der Senat einer Universität ist ja nun ein ganz wichtiges oder das zentrale innenpolitische Organ und Gremium, was ja auch über die Zukunft der Universität mit beschließt und mitbefindet und mitberät. Insofern finde ich insgesamt eine sehr schöne und gelungene Sache, die wir da heute feiern dürfen. Ich danke auch noch mal ganz herzlich natürlich der GMSH und den beteiligten Personen, Frau Horn, Frau Kühl und Frau Puttig. Ich danke dem Architekturbüro Asmussen und Partner hier aus Flensburg. Ich danke auch sehr den beteiligten Baufirmen. Das hat alles, wurde mir gesagt, sehr, sehr gut geklappt. Ich möchte auch mich ganz herzlich bedanken bei meinem Team, namentlich bei Herrn Dehan und bei Frau Riebensdorf, die das ganze Bauprojekt für die Universität sehr gut mit abgewickelt haben. Die ansonsten schönen, im weitesten Sinne politischen Punkte wurden bereits genannt. Einen kleinen haben wir noch nicht gehört. Und den möchte ich Ihnen doch nicht vorenthalten. Neben der Energieeffizienz und den All-Gender- und All-Ability-Toiletten haben wir tatsächlich, und das ist eine schöne Fortsetzung dessen, was wir vor einiger Zeit mit der Stadt Flensburg gemacht haben, wir haben Duschen für Fahrradfahrer in diesem Gebäude eingebaut. Und das passt wunderbar zu dem Projekt Radeln zum Campus, was wir letztes oder vorletztes Jahr zusammen mit der Stadt Flensburg machen konnten, indem wir die Radwege auch aus der Innenstadt sozusagen zum Campus nochmal deutlich weiterentwickelt haben. Also insofern auch in diesem kleinen Punkt eine wirklich runde Sache. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen weiteren Verlauf. Ja, dann vielen Dank. Und wir haben im Anschluss an den Festakt hier die Möglichkeit, uns Tallinn noch mal kurz anzuschauen. Mit Frau Torp, mit Frau Brady, mit Winnie Rebensdorf vom Gebäudemanagement. Wer Lust hat, kann ja mitgehen. Und jetzt
wollen wir gleich mit allen hier im Raum, Sie haben ja eine Tüte bekommen und in der Tüte ist ein natürlich alkoholfreier Sekt, aber ein Sekt. Wir wollen mit Ihnen einen anstoßen, nicht sofort. Sie haben gleich ein wenig Zeit, sich einzurichten. Alle Mitarbeitenden, die jetzt zuschauen an den Geräten, sollten ja an ihren Schreibtischen oder ihren Postfächern Sekt gefunden haben, sodass wir gleich die Möglichkeit haben, virtuell anzustoßen. Sie haben sich jetzt etwas Zeit vorzubereiten, denn jetzt hören und sehen wir erstmal den Geburtstagsbeitrag unserer Big Band. Eine Hommage an 75 Jahre EOF, 75 Jahre Radiomusik im Medley, komponiert und arrangiert vom Big Band-Leiter Thomas Großmann und pandemiebedingt, ich finde fast zu unserem Glück, weil es so ein schöner Film geworden ist, virtuell eingespielt. Viel Freude. Ja, vielen Dank an die Mitglieder der Big Band für den wirklich tollen Geburtstagsgruß. Und auf einen Geburtstag stößt man an. Deshalb bitte ich nochmal unseren Präsidenten nach vorne. Und es mag etwas überraschend für Sie kommen, aber auch Herr Scherf, wir würden Sie gerne auch nach vorne bitten. Und anstoßen, einmal in die Kamera. Und wenn Sie mit uns anstoßen möchten, können Sie das auch tun. Wie gesagt, es ist alkoholfrei. Ich würde den jetzt einfach hier... was sagen? Ja, wir wollten unseren Hochschulratsvorsitzenden schon integrieren, damit auch alle ihn in Augenschein nehmen können. Das ist nämlich ein Amt von überragender Bedeutung, wie man sehen kann. Ja, dann erheben wir das Glas. Wo möchten Sie noch? Ganz kurz, vielen Dank, dass ich die Gelegenheit bekomme. Ich freue mich sehr, heute hier dabei zu sein. Es ist wirklich ja sehr kurzfristig, dass ich herkonnte. Ich muss mich entschuldigen, dass es wegen der Bahn nicht zeitig hingehauen hat. Ich freue mich aber sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit in dem Gremium. Wir sind ja zu fünft und mit Ihnen als Präsidium. Ja. Dann, wie sagten Sie so schön, auf die nächsten 75 Jahre eine bunte Universität in einer bunten Stadt, in einem bunten Bundesland. Darauf erheben wir das Glas. So.
Lieber Uwe, man sieht, wie dein Vortrag eine aufbrechende Wirkung hatte. Erstens mal aufgebrochen die Mythen, aber dann auch Aufbruch zu neuen Ufern und jetzt auch Aufbruch aus der Bequemlichkeit. Alle sind aufgestanden zu diesem Anstoß. Dann. Vielen Dank. Genau, vielen Dank für das gemeinsame Anstoßen und dass Sie alle uns die Ehre erwiesen haben. Und wir sind jetzt fast am Ende der Geburtstagsfeier angekommen. Ich sage fast, weil mir nur noch ein paar wenige Dinge bleiben. Es bleibt mir zum einen der Dank an die Firma AVT Plus Media Service, die draußen im Ü-Wagen sitzen und uns sehr professionell über einige Klippen gebracht haben, dass das heute hier live stattfinden kann. Es bleibt mir auch der Verweis auf unsere Jubiläums-Homepage www.uni-flensburg/75. Da können Sie dann heute Abend zum Beispiel auch die Podiumsdiskussion, die mehrfach erwähnte, sehen. Und es bleibt mir jetzt die Freude, Ihnen zum Abschluss noch ein Video zu zeigen. Gleich zu Beginn unserer Planung hat, als wir versucht haben, eben unsere Lehrenden und Studierenden mit einzubinden, hat unsere Professorin für Kunst, Bildende Kunst und Kunstpädagogik gesagt, ich würde mich gerne beteiligen mit 75 Jahren Tanzszenen im Film. Dancing with the Stars heißt der Film, den sie gemacht hat. Wir haben gleich gedacht, was für ein toller Abschluss dieses Festaktes und ein ebensolcher Auftakt für den jetzt gleich anschließenden kleinen Empfang hier. Denn wenn ich mal kurz im Revier unseres lyrikbewanderten Präsidenten wildern darf, der heute gar kein Gedicht genannt hat, O Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel mit dir nichts anzufangen. Augustinus. Genießen Sie also 75 Jahre Tanzen mit den Stars gleich. Haben Sie mit uns im Anschluss noch einen schönen restlichen Mittag und einen schönen Tag. Vielen Dank.